Moin, ihr Lieben, und ein wundervolles neues Jahr. Und damit herzlich willkommen zur ersten Ausgabe von Frische Filme in diesem tollen und ereignisreichen Jahr 2016. Oder wie wir das Ganze gerne nennen, Jammern auf allerhöchstem Niveau. Denn obwohl das Jahr mit einigen richtigen Kinoknallern startet, waren meine Erwartungen an zwei der Filme dann doch etwas zu hoch. Ein anderer hat dafür genau das geliefert, was ich eigentlich erwartet habe. Und der letzte heute in der Reihe, der hat mich sogar ein klein wenig überrascht. Also, viel Spaß. Wie es scheint, hat sich ihre Kommilitonin Marina Mills das Leben genommen. Ist es wahr, dass sie es mit ihrer Webcam gefilmt hat? Ich rate Ihnen davon ab, es sich anzusehen. Aber ich rate euch auf jeden Fall an Friend anzusehen, wenn ihr Lust habt auf einen kleinen, soliden Slasher mit aktueller Note. Denn der neue Film von Männerherzen-Regisseur Simon Verhoeven dreht sich um eine Internetfreundschaft mit extrem fatalen Folgen. Die Studentin Laura hat bei Facebook eine Anfrage der Außenseiterin Marina angenommen. Das hätte sie besser nicht getan, denn die entpuppt sich als hartnäckige Stalkerin und wird daraufhin von Laura wieder entfreundet. Das hat nicht nur tödliche Konsequenzen für ihr Netzleben, sondern auch für ihr echtes Leben und vor allen Dingen für ihre Freunde. Ich kann das Video nicht löschen. Ich kann nicht mal meinen Account löschen. Sie ist sogar wieder in meiner Freundesliste. So sieht dein Code normalerweise aus. Nicht so. Was ist das? Ich weiß es nicht. Was ist mit diesem Mädchen los? Um die Erwartung nicht allzu hoch zu schrauben, liebe Freunde, Unfriend erfindet das Horrorrad auf jeden Fall nicht neu. Im Gegenteil, viele Motive und auch Elemente sind altbekannt, aber es macht Spaß zuzusehen, wie sie von Verhoeven souverän auf jeden Fall und wirkungsvoll in Szene gesetzt werden. Und er hat sichtlich Spaß daran, an all diesen Kamerafahrten, verspielten Übergängen, an den stimmungsvollen Schauplätzen und natürlich an den effektiven Soundkulissen. Und vor allem daran, seine Figuren mit einem Mix aus Cyber, Insekten und Okkult-Terror über die Klinge springen zu lassen. Wer war dieses Mädchen? Ich glaube nicht, dass es Selbstmord war. Ich glaube, es war ein Ritual. Hier muss doch irgendwas sein. Etwas, das uns weiterhelfen kann. Das ist nicht real! Die Darsteller in Unfriend wären dann ein letzter Pluspunkt. Sie liefern zwar keine Glanzleistungen ab, sind aber auf jeden Fall mit dem richtigen Elan bei der Sache. Und daraus ergibt sich ein Film, der ein paar sehr gute Schocks platziert und den Blutdurst mit kreativen Kills befriedigt. Aber auch einer, dessen eigentlicher Schrecken im Prinzip darin besteht, seiner Zielgruppe zu zeigen, wie schnell und leicht sie virtuell zerstört werden kann. Also, ich klicke bei Unfriend auf jeden Fall auf Gefällt mir. Meine Ranks-Tags: Cyberhorror, Facebook-Terror, Simon Verhoeven, unterhaltsam und effektiv. Den nächsten Film konnte ich vorab schon im letzten Jahr sehen und er hat es deshalb auch direkt auf meine Bestenliste 2015 geschafft. Er heißt The Danish Girl und ist von King's Speech Regisseur Tom Hooper und erzählt die Geschichte einer der ersten Transgender-Frauen überhaupt. Um genau zu sein, es geht um Aina Wegener, einen dänischen Künstler, der fast mehr aus Zufall in den 20er Jahren entdeckt, dass er im falschen Körper steckt und sich einer Geschlechtsumwandlung unterzieht. Wir sollten heute ausgehen. Zeigen wir Ihnen mal was anderes. Lily, du siehst bezaubernd aus. Du bist anders als die meisten Mädchen. Deswegen möchte ich dich um Erlaubnis bitten, bevor ich dich küsse. Es gab Kritiker, die dem Drehbuch vorwarfen, zu konventionell zu sein oder Tom Hooper zum Beispiel die Geschichte von Aina und seiner Ehefrau Gerda zu sehr zu einer Love Story und zu mainstreamig gemacht zu haben. Tatsächlich ging die wahre Geschichte noch viel, viel bitterer aus, als es im Film der Fall ist. Diese Meinung der Kritiker mag zum einen stimmen, das wird aber alles auf jeden Fall durch die Leistung der Hauptdarsteller ausgeglichen. Allen voran mal wieder Oscar-Gewinner Eddie Redmayne, der mit einer Mischung aus Würde, Anmut und vor allen Dingen Intensität mal wieder eine absolute Glanzleistung abliefert. Aber der eigentliche Gewinn dieses Films ist dann für mich Alicia Vikander. Eine absolute Sensation, wie sie die Verwandlung ihres Ehemannes akzeptiert, ihn unterstützt und dabei ihre eigenen Gefühle zurücksteckt, ist wirklich ein absolutes Highlight. Das war nur ein Spiel. Es hat etwas ausgelöst.
Er hat sich verloren. Er braucht einen Freund. Ich will dir helfen. Ich denke Lillys Gedanken. Ich träume ihre Träume. Sie war schon immer da. Ich brauche meinen Mann. Ich will meinen Mann umarmen. Also definitiv kein Mainstream-Thema, aber ein Muss für alle Filmfans, denn die Leistung von Eddie Redmayne und Alicia Vikander ist einfach absolut beeindruckend und vor allen Dingen natürlich auch das Thema. Es ist eine wahre Geschichte. Ich bin mir ganz sicher, The Danish Girl wird eine große Rolle in der diesjährigen 2016er Award-Season spielen. Deshalb reingehen und anschauen. Meine Rankstags: Tom Hooper, Eddie Redmayne, Alicia Vikander, transgender und berührend. So, und jetzt kommen wir, wie von mir schon erwähnt, zum Gejammer auf hohem Niveau. Mein nächster Film wird momentan mit folgendem Slogan beworben. Was ist besser als ein Tom Hardy? Natürlich zwei Tom Hardys. Denn in Legend spielt der Brite zwei Brüder, die Cray-Zwillinge. Zwei Gangster, die in den 60er Jahren Londons Unterwelt und Oberschicht eroberten und vor allen Dingen dominierten. In Zukunft wird London das Las Vegas von Europa sein. Wir brauchen einen, der repräsentiert und einen, der zuschlägt. Alla salute. Kommen Sie nach Philadelphia und wenn Sie wollen, besorgen wir Ihnen ein Mädchen. Ich bevorzuge Jungs. Italiener, gern auch mal einen Griechen, aber ich habe keine Vorurteile. Wer das zugibt, hat echt Eier, mein Junge. Tja, und ich könnte jetzt sagen, dass Brian Helgeland genau davon zu wenig zeigt. Denn Legend konzentriert sich vor allen Dingen auf die Beziehung zwischen dem psychopathischen Ron und seinem nicht weniger brutalen, aber doch dann irgendwo vernünftigen Bruder Reggie. Und auf Reggies Liebe zum zarten East End Girl Frances. So fehlt dem Film genau das Gangstertum und auch im Prinzip die kriminellen Machenschaften, die einen Film wie Casino oder Goodfellas so faszinierend gemacht haben. Und das, obwohl er eigentlich die Brüder nicht verurteilt, sondern im Prinzip eigentlich mehr feiert. Was ist das? Was denkst du denn, Schwuchtel? Das ist eine Waffe. Es ist nicht wie Nudelholz, sieht das für mich aus. Bist du eine kleine Hausfrau? Was soll das werden? Backst du mir einen Kuchen? Singst mir ein Lied und siehst zu, wie ich meine Kerzen auspuste? Ich bin hier, weil ich eine verfluchte Schießerei haben wollte. Eine richtige Schießerei mit ein paar richtigen Männern. Also so ist es schlichtweg schade zu sehen, dass Helgeland und vor allem der Film ihr Potenzial nicht voll und ganz ausschöpfen. Es gibt kein richtiges Finale, die Ermittlungen der Polizei laufen nur so am Rande und so richtig dramatisch wird es eigentlich nie. Das Ganze wirkt manchmal wie ein Narkolepsie-Patient, der das WM-Finale 2014 erzählt oder als ob ein Priester einen Porno beschreibt oder eben als ob der Regisseur Helgeland nur so semi interessiert an seinem eigenen Film gewesen ist. Verbrechen ist ein Geschäft. Du willst keinen Krieg. Doch, will ich schon. Hör dir doch zu, du bist verrückt! Du hast mich gehauen. Ja. Weshalb Legend trotzdem Spaß macht und warum ich ihn euch trotzdem ans Herz lege, ist ganz leicht gesagt. Nur zwei Worte im Prinzip. Ein Name: Tom Hardy. Was der Mann hier zeigt, ist mal wieder absolute Königsklasse. Als Reggie ist er zum einen charismatisch und sehr charmant. Doch als Ron erzeugt er eine so sagenhafte Mischung aus Mitleid, Abscheu und Respekt. Einfach beeindruckend, habe ich noch nie gesehen. Er sorgt für die größten und vor allen Dingen auch die meisten Lacher, die einem dann im nächsten Moment wieder in der Kehle stecken bleiben, weil sie so brutal und eigentlich auch so absurd sind, dass man gar nicht weiß, was man machen soll. Eine Leistung, die vieles ausgleicht, aber eben genauso viel auch überschattet. Trotzdem möchte ich noch die schöne Ausstattung und vor allen Dingen Emily Browning als Frances lobend erwähnen. Also, kurzum, stilvolles Gangsterdrama mit einem Oscar-überreifen Hauptdarsteller Tom Hardy. Meine Rankstags: Tom Hardy, Brian Helgeland, Cray-Zwillinge, London und Unterwelt. Kommen wir jetzt zur wohl schwierigsten Angelegenheit in dieser Woche. The Revenant, der Rückkehrer. Das neueste Werk von Birdman-Regisseur Alejandro Iñárritu. Darin geht es um den Fährtensucher Hugh Glass. Er und eine Gruppe von Pelzjägern werden von Indianern angegriffen, weshalb sie nun durch die amerikanische Wildnis versuchen zu fliehen. Bei einem Erkundungsgang wird Hugh von einer Bärin so schwer verletzt, dass ihn seine Kameraden zurücklassen. Denn sie gehen davon aus, dass er ohnehin sterben wird. Aber Hugh überlebt und kämpft sich zurück. Das Sicherste wäre, einen neuen Weg über Land zu suchen. Und was machen wir dann?
rennen da rum und sind ein Haufen leichter Beute. Und du und dein Halbblutsohn, ihr lasst uns dann im Stich? Ich rede mit dir. Inarritu führt Regie, in den Hauptrollen Leonardo DiCaprio und Tom Hardy, und die Kamera bedient kein geringerer als Emanuel Lubezki. Klingt eigentlich nach einem sicheren Oscar-Abräumer. Was sollte daran noch schwierig sein? Fragt ihr euch, hab ich mich auch gefragt. Nun, solche Elemente wie zum Beispiel der eben erwähnte Sohn, den gab es in der Buchvorlage von Michael Punk nämlich gar nicht. Und er hat ein anderes Ende, eine Vorgeschichte und diverse Visionen zufolge, die den Film nicht nur in die Länge ziehen, sondern sie rauben ihm, und das ist das Allerwichtigste und in diesem Fall das Allerschlechteste, komplett die Wucht. Mein Sohn. Das Anständigste wäre, ihm ein schnelles Ende zu bereiten. Wir müssen uns so lange wie nötig um ihn kümmern. Ich verstehe. Verschwinde! Hilfe! Gut, nur noch mal zum Festhalten, damit wir uns richtig verstehen. The Revenant ist ein guter und wirklich auch beeindruckender Film. Nur war meine Euphorie davor definitiv viel, viel größer als die danach. Und das lag ebenso an der Esoterik und den vielen Terrence Malick-artigen Momenten, die das Survival-Drama, was es ja eigentlich ist, meiner Meinung nach überhaupt nicht braucht. Es wirkt fast so, als hätte Inarritu nicht so richtig Vertrauen in die eigentliche Story gehabt und als wolle er wirklich den Film auf Teufel komm raus, so breit, bedeutend und ja leider auch Oscar-tauglich machen, wie nur möglich. Ich habe keine Angst mehr zu sterben. Ich bin schon tot. Dennoch, wenn es 2016 einen Film gibt, der trotz inhaltlicher Schwächen wie geschaffen für die große Leinwand ist, dann ist es definitiv The Revenant. Lubezkis Bilder von Kanada oder auch Argentinien sind schlichtweg atemberaubend. Man sollte sie genießen, wenn ihr in einem Kino sitzt. Die große Leinwand vor euch habt, ist absolut großartig. Genauso wie die vielen Plansequenzen. Und ich muss euch ganz ehrlich was sagen, ich habe selten etwas gesehen, was so intensiv oder auch unerbittlich gewesen ist, wie der Indianerangriff ganz zu Beginn des Films, die Flucht mit dem Pferdesturzflug und vor allen Dingen Leos Kampf gegen die Bären. Zu guter Letzt kommen wir zu den Darstellern. Was DiCaprio zeigt, ist Leiden auf allerhöchstem Niveau und sorgt dafür, dass einem die Kälte, die Rauheit und vor allen Dingen die Schönheit der Natur durch Mark und Bein fährt. Eine Performance, die nur hin und wieder dann in Vergessenheit gerät, wenn ein Mann auftaucht, den wir heute in der Sendung bereits schon mehrfach erwähnt haben, und zwar Tom Hardy. Er kommt als verschlagener, aber auch manchmal nachvollziehbarer Fitzgerald daher und reißt die Szene an sich. Das muss man auch erstmal schaffen, gegen einen Leonardo DiCaprio, der momentan sozusagen on the roll ist. Kurzum, The Revenant ist ein absoluter Kraftakt für alle Beteiligten, seien sie nun auf oder wie wir dann vor der Leinwand. Ein sensationelles und vor allen Dingen auch brutales Leinwandgemälde, aber eben auch ein bisschen viel Film für ein bisschen wenig Inhalt. Meine Ranks-Tags: Leonardo DiCaprio, Tom Hardy, Survival-Drama, episch und wunderschön.